Das Gefühl zu wissen, dass man einen Vater hat, aber ohne ihn aufwächst, muss wohl eines der schwierigsten Gefühle in der Kindheit sein. Deshalb werde ich euch heute die Geschichte von James erzählen, einem 12 Jahre alten Junge, der zweifellos eine sehr gute Lektion für sein Leben gelernt hat. An einem Tag wie jeden anderen putzte James' Mutter ihr Haus. Als sie im Zimmer ihres Sohnes ankam, fand sie beim Putzen einen Brief, der sie für mehrere Tage zum Weinen brachte. Denn dieser Brief stammte nämlich von James und war eigentlich an seinen Vater gedacht. In dem Brief stand geschrieben: Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich nach dir gefragt habe, und jetzt, wo ich größer bin, sehe ich meine vollendete Freude und mein Frieden. Ich habe nur meine Mutter und sonst niemanden. Jede Nacht denke ich darüber nach, warum du mich verlassen hast oder warum du nie den Mut hattest, dich zu melden und Verantwortung für mich zu übernehmen. Es tut sehr weh im Herzen, wenn ich immer wieder den gleichen Satz "Ich habe kein Papa" sagen muss. Sicher weißt du nicht, wie es sich anfühlt und wie oft ich schon diesen Satz sagen musste und wie oft ich dich dafür gehasst habe. Aber gleichzeitig hast du es nicht verdient, gehasst zu werden, und deshalb schreibe ich dir diesen Brief. Die Wahrheit ist, dass ich nicht viel über dich weiß, und ich möchte meiner Mutter nicht tausende von Fragen zu diesem Thema stellen, weil das würde sie vielleicht nur belasten. Glaube bitte nicht, dass ich dir nur schreibe, um Dinge zu behaupten oder zu dir zu sagen, dass du ein Feigling bist, weil das werde ich nicht tun. Ich will dir nur sagen, dass ich dir vergeben habe, und das vom ganzen Herzen. Ich vergebe dir für deine Abwesenheit, weil es hat mich unabhängiger und tapferer gemacht. Ich vergebe dir auch, weil ich manchmal das Gefühl hatte, dass ich Kunst dafür brauchte. Aber trotzdem habe ich in Mama immer einen Teil der Lehre gesehen, die du hinterlassen hast. Mein Großvater war in jeder Hinsicht für mich da. Er war das Beste, was Gott mir gegeben hat. Er war wie ein Vater für mich. Weiter stand geschrieben: Lass mich dir sagen, dass er sehr gut war. Er hatte ein großes Herz, so groß, dass er nie schlecht über dich geredet hat. Die Wahrheit sprach aber nicht gut von dir. Um über jemanden zu reden, der sich dazu entschieden hatte, nicht Teil unserer Familie zu sein, und über jemanden zu sprechen, der sein Kind im Stich ließ. Er brachte mir bei, für meine Träume zu kämpfen und niemals aufzugeben und nach einem Sturz immer wieder aufzustehen und zu lächeln. Er lernte mir, nicht für Dinge zu leiden, die es nicht wert sind, und an meinen Träumen zu glauben und daran festzuhalten. Weiter stand: Papa, vielleicht verdienst du es nicht, dass ich dich kontaktiere, aber ich bin derjenige, der dir verzeiht. Ich vergebe dir dafür, dass du dich von mir abgewandt hast, und ich bin dafür dankbar, dass ich andere Wege zu Menschen gefunden habe, die mich geliebt und beschützt haben. Diese Menschen haben alles Mögliche dafür getan, dass es mir gut geht, das kannst du mir glauben. Meine Großmutter wusste immer, wann es mir schlecht geht. Sie war die beste Ansprechpartnerin, wenn es um Gefühle ging. Sie sagte mir immer, dass ich immer die Wahrheit sagen soll und nicht lügen soll, denn die Lüge ist das Schlimmste, was es gibt. Von ihr lernte ich, dass ich andere nicht verletzen soll und mich um das Wohlergehen meiner Mitmenschen sorgen soll. Papa, jetzt vergebe ich dir, denn dank dir bin ich der, wer ich bin, und deshalb bin ich dir auf einer gewissen Art auch dankbar dafür, dass du dich nicht wirklich viel um mich gekümmert hast. Die Wahrheit ist, dass ich die Art von Mann erkannt habe, die ich eines Tages einmal sein möchte, weil deine Art und der Schmerz, den du mir hinterlassen hast, hat mich zu einer sensiblen Person gemacht. Durch dich habe ich gelernt zu vergeben, und ich lernte, dir zu vergeben. Papa, zum Schluss möchte ich dir noch sagen, dass ich mein Leben mit den wundervollen Menschen, die mich einst gelehrt haben, weiterleben werde. Du hast mir beigebracht, dass das Leben trotzdem schön sein kann, auch wenn man von jemandem verlassen worden ist, den man liebt. Ich vergebe dir, und ich hoffe, dass ich dich eines Tages einmal kennenlernen werde.